Was soll man tun, wenn das mobile Datennetz mal wieder streikt? Freifunk Münster ist ein Bürgernetzwerk. Wir bauen eine Infrastruktur auf, die von Bürgern für Bürger betrieben wird, auf freiwilliger und hobbymäßiger Basis. Es gibt zwei Hauptziele. Das eine ist halt, wie gesagt, diese parallele Infrastruktur aufzubauen. Also man stellt einen Router auf, die Router verbinden sich untereinander. Wenn es genügend Router gibt, kann ich halt vom einen Ende des Netzwerks zum anderen Ende des Netzwerks Pakete hin und her schicken, ohne dass ich eine Internetverbindung brauche, sondern nur über Funk. Das andere Ziel ist es, allen Menschen, egal ob sie Geld haben oder nicht, einen Zugang zum Internet zu ermöglichen, der frei ist, also frei von Zensur und frei von Kosten- oder Volumenbegrenzung. Nachdem es bei Timo nicht so recht geklappt hat mit dem Hochladen bei Instagram, will er nun mehr über Freifunk herausfinden und schaut auf deren Internetplattform nach. Schnell merkt Timo, dass es super einfach ist, bei Freifunk mitzumachen und beschafft erst einmal die Gegenstände, die er für sein WLAN braucht. Router, LAN-Kabel, Software-CD. Nein, die lädt er herunter. Wenn ihr genau wissen wollt, wie Freifunk funktioniert, schaut mal auf der Münsterland-Freifunk-Seite vorbei. Und unter dem Reiter Mitmachen findet ihr eine genaue Anleitung, euren Router zu konfigurieren. Ich habe jetzt zwar meinen Router konfiguriert und kann meinen Freifunk nutzen, aber was passiert jetzt eigentlich mit meinen Daten? Also das ist ganz einfach. Da kommt Herr Meier, der kauft sich einen Router, spielt unsere Software auf. Das ist ein eigenes Betriebssystem für den Router, ist total einfach, ist alles erklärt. Stellt den bei sich zu Hause auf und schließt ihn an sein Internet an. Der Router baut dann eine Verbindung auf, eine verschlüsselte, zu unseren Servern. Wenn du dich dann mit deinem WLAN, also mit deinem Handy einloggst im WLAN, du brauchst kein Passwort dafür, das ist einfach ein offenes Netzwerk, dann werden deine Daten über diesen verschlüsselten Tunnel an unsere Server gesendet und von da aus werden die dann ins Internet geleitet. Alles in allem hält Timo Freifunk für eine gute und vor allem kostengünstige Idee, ein freies WLAN-Netz aufzubauen. Doch leider gibt es immer noch viel zu wenige Zugangspunkte, die ein flächendeckendes Netz gewährleisten würden. Doch bestimmt ändert sich das in den nächsten Jahren.